Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute geht es nochmal um den Teekessel. Ihr seht das bereits hier im Bild. Ich habe mir gedacht, wir machen heute noch zusammen einen zweiten Step und verpassen unserem schönen Teekesselbild vom Dienstag-Video noch ein tolles Lettering, ein passendes Lettering, wie ich finde, und einen Spruch, den ich ja sehr, sehr, sehr mag, habe ich ausgesucht. Genau. Bevor wir mit dem Lettering anfangen, ja, werde ich einfach mal so ein bisschen einsteigen in die Materie Lettering. Das heißt, wenn du bisher noch nichts oder wenig Erfahrung mit dem Thema Hand Lettering gemacht hast, dann ist das für dich sehr, sehr interessant, denn wir fangen einfach mit ein paar Übungen an und dazu nutze ich hier so ein Übungsblatt. Ihr bekommt dieses Übungsblatt zusammen mit einem Schattenalphabet als Vorlage. Ja, zurzeit aufgrund dieses Videos einfach gratis in meinem Online-Shop. Da könnt ihr einfach auf www.kerstinskreativeecke.de gucken. Das könnt ihr euch dann so oft ausdrucken, wie ihr mögt, und könnt einfach ja, mit dem Lettern beginnen, ein bisschen rumüben. Ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem heutigen Video. Und wir starten auf dem Übungsblatt. Ja, ich habe hier zunächst erstmal den Spruch, um den es heute geht, auf dieses Übungsblatt mit Bleistift vorgeschrieben, damit ihr auch so ein bisschen ja, ein Gefühl dafür bekommt, wie groß dieses Lettering sein sollte. Vorausgesetzt, ihr habt den Teekessel auch in der Größe A5, aber auf ein A4-Blatt gemalt. Genau, und ich schreibe den jetzt einfach hier drauf. Das heißt, ich platziere die Wörter mit Großdruckbuchstaben einfach so ein bisschen in die Lettering-Wörter hinein oder passend dazu, dass das so schön ja, wie eine Einheit sozusagen aussieht. Und genau, so könnt ihr euch das auf dem Übungsblatt dann auch erstmal draufschreiben und bekommt dann da einfach so ein bisschen schon mal ein Gefühl dafür, wie das angeordnet sein sollte. Und ja, um dieses Lettering geht's heute. Grow through what you go through. Und ich finde, das ist ein richtig schöner Spruch. Genau. So, was kommt als nächstes? Als nächstes, ja, zeige ich euch den Brush Pen, mit dem ich das Lettering heute gestalten werde. Und das ist auch eigentlich mein Lieblingsbrushpen. Das ist ein Brushpen von der Firma Pentel. Und mit den Pentel-Sign Brushpens kann man wunderbar lettern. Die gibt es in so vielen richtig mega schönen Farben. Und deshalb kann ich die eigentlich nur empfehlen. Ja, und jetzt kommen wir hier zu den Übungen, die man als Anfänger eigentlich immer macht, die man aber auch generell als Profi oder Fortgeschrittener machen kann, um sich aufzuwärmen, um das Handgelenk zu lockern. Ja, und um so ein bisschen in das Lettering-Feeling reinzukommen, bevor man dann mit dem eigentlichen Lettering startet. Und zwar geht es einfach darum, ein Gefühl für diese Brushpen-Spitze zu bekommen. Das heißt, Brush steht ja für Pinsel, also das sind Stifte, die eine Pinselspitze haben. Die Pentel haben eine sehr, sehr kleine, feine Pinselspitze, mit denen kann man halt feinere Letterings machen. Und generell ist es bei den Brushpens so und bei der Schrift im Handlettering, dass man alle Striche eines Buchstaben, die man nach oben zieht, dünn schreibt. Und alles, was nach unten geht, wird dick geschrieben. Das heißt, bei den Aufstrichen benutze ich nur die Pinselspitze und bei den Abwärtsstrichen
gebe ich dann so viel Druck auf den Stift, dass ich halt die komplette Breite von dieser Pinselspitze nutze. Und das kann man einfach mit diesen Auf- und Abs und dann auch mit Schlangenlinien und nach einer Zeit dann einfach schon mit den ersten Buchstaben so ein bisschen üben. Diese Übungsblätter, die diese Linien hier haben, die sind halt auch echt perfekt dafür, um auf der Linie zu bleiben, um gerade zu schreiben, um die Buchstaben gleich groß zu machen. Und hier schreibe ich jetzt einfach mal ein paar Buchstaben vor. Ihr könnt das gerne auch dann nachmachen auf euren Übungsblättern. Diese Buchstaben hier hinten, die beiden, die können zum Beispiel für ein L stehen. Wenn ich jetzt oben den Strich durchmache, dann ist es ein T. Also das ist ein Buchstabe oder eine Brushpen-Folge, die man für viele Buchstaben gebrauchen kann. Und auch dieser erste Bogen, den ich gemacht habe, der kann für ein C stehen. Wenn man den etwas verlängert, dann kann der auch für ein E stehen. Und wenn man diese zweite Abwärtslinie dran macht, ist es ein A. Also so muss man halt einfach ein bisschen versuchen, da reinzukommen. Und ganz wichtig beim Lettern ist, wie ich finde und wie ich gemerkt habe, als ich denn dann endlich auch vor Ort Workshops geben durfte, beziehungsweise meinen Schülern an der Schule in den Kunst-AGs das Handlettern beibringen darf, dass oftmals der Stift sehr senkrecht gehalten wird und generell so gehalten wird, wie man halt einen Stift oder einen Füller eben auch zum Schreiben hält. Das muss man bei dem Brushpen und beim Handlettering ein bisschen ablegen, denn hier ist es einfach besser, wenn man den Stift etwas schräger hält, die Hand etwas schräger, wie so ein Pinsel, als würde man malen wollen, hält. Und dafür muss das Handgelenk trainiert werden. Das kommt wirklich einfach durchs immer wieder Üben. Das ist kein unbedingtes Talent, was dort vorausgesetzt werden muss, sondern wirklich einfach Übungssache. Und die Hand fängt irgendwann an, sich an diese Bewegungen zu gewöhnen. Und dann passiert es irgendwann ganz wie von alleine. Und So, währenddessen habe ich jetzt hier einfach schon mal so ein bisschen mit Absicht die Buchstaben, die wir für das heutige Lettering auch brauchen, gelettert. Das heißt, wir brauchen das H zum Beispiel, und das H kann man einmal mit so einem Bogen oben machen, aber auch ohne. Ich glaube, ich habe es sogar bei meinem Lettering auf dem Aquarellpapier ohne den Bogen gemacht. Dann brauchen wir das U, und das U kann man entweder auch auf der Linie bleibend machen oder auch diesen zweiten Bogen so ein bisschen weiter runterziehen. Das muss man aber noch nicht, wenn man mit dem Lettering direkt erst begonnen hat. Und dann brauchen wir das O. Und das O ist ein bisschen herausfordernd, weil man ich fand es am Anfang gerade sehr viel einfacher, mit einem dünnen Aufstrich zu beginnen und dann einen Abstrich zu machen, als einen Buchstaben zu lettern, bei dem ich mit einem Abstrich anfange und dann die Kurve unten kriegen muss, um dünn zu werden und nach oben den Aufstrich zu machen. Da muss man einfach auch ein bisschen dran üben. So, und der nächste Buchstabe, den ich jetzt hier lettere, das ist das kleine G. Und das setzt sich im Prinzip aus einem kleinen C und diesem Bogen nach unten zusammen. So wie ich das hier vormache. Und dann denke ich mal, bin ich hier mit dem Zeigen der Übungen erstmal durch soweit. Und können wir uns gleich mit dem Aquarellpapier
befassen. Und da zeige ich euch nochmal kurz, wie ich mir sowas dann vorzeichne oder wie ich das platziere. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Hier seht ihr jetzt noch, das lasse ich jetzt einfach nochmal weiterlaufen, wie ich das R noch mache, das kleine R. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen, mit einer Schlaufe obendran oder auch ohne. Und ja, das muss man einfach sehen, welches einem am besten gefällt und welches einem vielleicht auch gerade am Anfang am leichtesten fällt. Und genau, also ich nutze verschiedene, ich mache nicht immer die gleiche Schrift. Ich fände das für mich auch irgendwie zu langweilig, wenn ich immer nur in derselben Schrift lettere. Ich lasse mich da auch gerne mal inspirieren von anderen Letterings, die ich so im Netz sehe. Und genau. Okay, ja, hier lasse ich jetzt erst noch mal in etwas schnellerer Geschwindigkeit den Prozess von meinem Lettering durchlaufen, den ich hier auf dem Übungsblatt gemacht habe. Ja, so mache ich es meistens. Ich schreibe meistens die zu letternden Wörter und danach setze ich die Fineliner-Wörter mit da rein. Genau, also die beiden Wörter through schreibe ich hier mit dem Pentel Brush Pen und dann geht es mit dem Fineliner weiter. Und ich zeige euch hier einfach mal, welchen ich in letzter Zeit ganz gerne benutze. Und zwar ist das der 02er Fineliner von Mavi Uchida, wie auch immer man das ausspricht. Jedenfalls finde ich diese Fineliner richtig toll, denn ich habe die Erfahrung gemacht mit einigen Fineliner, dass die bei mir zu schnell sich verbiegen oder sogar ein bisschen reindrücken. Und ja, also die werden bei mir irgendwie recht schnell in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe eigentlich immer gedacht, das liegt bestimmt an mir, weil ich zu fest aufdrücke oder so. Dabei drücke ich nicht mal unbedingt fest auf. Und bei diesem hier habe ich eben einfach gemerkt, dass sich da nichts verändert. Der hält echt eine Menge aus und bleibt einfach so, wie er sein soll. Und genau, meine Brushpens oder generell mein ganzes Stationery-Equipment kaufe ich ja in der Regel bei Nordic Sail. Ich habe euch aber auch alle wichtigen Links und Shops unten in der Infobox, in die Infobox reingepackt, sodass ihr da in Ruhe hernach nochmal stöbern könnt. Und hier habt ihr jetzt gesehen, wie ich die Großdruckbuchstaben dazu geschrieben habe. Wenn ich so ein Lettering gestalte, dann meistens nicht ohne Lineal. Das heißt, ich suche mir auf meinem Papier erstmal die Mitte raus. Dann mache ich mir da eine ganz leichte Markierung, oftmals auch einen sehr dünnen senkrechten Strich mit dem Bleistift, damit ich einfach genau weiß, wo die Mitte ist. Dann rechne ich mir sogar im Prinzip auch immer die Anzahl der einzelnen Buchstaben von den Wörtern aus, damit ich genau weiß, ja, wie viele Buchstaben links vom Strich und wie viele rechts vom Strich, bei welchem Buchstaben ich in der Mitte angekommen sein muss. Genau. So, und wenn ich das gemacht habe, dann zeichne ich mir meistens noch die Querlinien auf. Das heißt, also die Reihen, auf die ich dann entsprechend lettern möchte. Und am Anfang kann man sich sogar ähnlich wie auf den Übungsblättern einfach eine untere und eine obere Linie aufzeichnen, damit man die Buchstaben auch einfach exakt genau gleich groß malt oder lettert vielmehr.
Genau, so, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Spruch, um den es heute geht. Grow through what you go through. Der steht nämlich auf meinem neuen Bullet Journal von Lebenskompass. Und ich liebe den Spruch, ich liebe natürlich auch das Bullet Journal. Und ich schaue so gerne vorne auf diesen Spruch drauf und habe mir einfach überlegt, gerade bei diesem winterlichen Blumenbouquet und dem Teekessel, da passt dieser Spruch recht gut drauf. Ich blätter hier nochmal kurz durch und zeige das aber jetzt nicht mehr im Detail, denn ich habe ja bereits das 2022 Setup und das Januar Plan With Me schon hochgeladen. Und in diesem 2022 Setup erfährst du ganz, ganz viel über dieses Bullet Journal und über meine Werbepartnerschaft mit Lebenskompass. Ich setze euch aber auch nochmal den 10% Rabattcode und auch die Shopseite von Lebenskompass unten in die Infobox. Und jetzt könnt ihr mir hier einfach beim Lettern des Spruches auf mein Aquarellpapier zuschauen. Und genau. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am nächsten Dienstag geht's hier weiter. Dann gibt es wieder ein neues Tutorial für euch. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch bis dahin eine gute und kreative Zeit. Bleibt gesund und macht es gut.